Sehr geehrte Frau Dr. Friefan, sehr geehrter Herr Professor Baumgart, sehr geehrte Familienangehörige, sehr geehrter Herr Minister Lies, sehr geehrte Frau Parlamentarische Staatssekretärin Hagedorn, sehr geehrter Herr Professor Gege, sehr geehrte Frau Musak, sehr geehrter Herr von Hübskül, sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete Stadler, sehr geehrter Herr Bürgermeister Röse, sehr geehrte Ordensträger, denn es gibt einige hier im Raum, die ich auch ganz herzlich begrüßen möchte, sehr geehrte Vertreter, Freunde und Weggefährten aus Politik, Gesellschaft, Kirche und Wirtschaft, liebe Gäste, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier im historischen Tanzsaal unseres Freilichtmuseums am Pikeberg, der, wie ich finde, für unsere heutige Feierstunde einen sehr schönen und würdigen Rahmen bietet. Es gibt natürlich wunderbare Sätze, die dich beschreiben, die das beschreiben, was du gemacht hast, die sich auch wiederfinden in Broschüren, die wir im Haus haben und in vielen Texten und die, glaube ich, auch mutig zeigen, wie du deine Arbeit angegangen bist. Das Ministerium war vom Schlauchboot ins Ministerium, das tauchte immer wieder auf. Denn wenn ich deine Rolle vorher gehabt hätte und wäre in so ein Ministerium gekommen, hätte ich, glaube ich, gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Du bist seit 2002 Ritterin der französischen Ehrenlegion. Da wusste ich auch nicht genau, muss ich mal googeln, was du denn da machen musst. Da bist du bewaffnet, habe ich gesehen. Und insofern hoffe ich, dass du dich einfach nicht veränderst, auch wenn du jetzt das Bundesverdienstkreuz regelmäßig trägst. Du bleibst die gleiche Monika. Und im gegebenen Alter sage ich natürlich Frau Dr. Monika Griefmann selbstverständlich. Aber es ist natürlich eine echte Herausforderung, das muss man sagen, eine solche Vielfalt an Aktivitäten und ein derart umfassendes Engagement in einem so kurzen Zeitfenster zu würdigen. Und insofern nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Verleihungsurkunde. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Frau Dr. Monika Griefahn, Buchholz in der Nordheide, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, den 26. Februar 2018, unterschrieben der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ja, liebe Monika, herzlichen Glückwunsch zunächst einmal zum Bundesverdienstkreuz und ich denke, es gibt kaum jemand, der es mehr verdient hätte als du, denn du hast auf breiter Front versucht, das Thema Nachhaltigkeit nicht nur im Bewusstsein der Menschen zu verankern, sondern das auch umzusetzen, nicht nur bei Greenpeace, auch in der Politik, bei Unternehmen und das verdient meinen allerhöchsten Respekt. Liebe Monika, du warst schon mehrfach bei uns zu Gast auf der Mainau. In der Porträtshow Inseldenker zum Beispiel hast du in unserem Palmenhaus vielen Gästen von deinen vielen Initiativen erzählt. Und was mich dabei besonders beeindruckt hat, ist dein Einsatz für die Nachhaltigkeit. Sei es jetzt im Bereich Right Livelihood Awards oder auch in der Medienkultur. Und Menschen eine Plattform zu geben, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, verbindet uns dabei. Ganz besonders fasziniert mich der Cradle-to-Cradle-Gedanke und den haben wir uns ja auch als Mainau, nehmen wir uns immer wieder die Natur zum Vorbild und die ist darin einfach sehr präsent. Und ja, das ist für uns täglich Ansporn in dieser Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und den sozialen Gesichtspunkten, da die Balance zu finden. Denn es muss doch unser aller Ziel sein, eine lebenswerte Umwelt als Grundlage für unser Leben in der Zukunft zu schaffen. Persönlich bist du für mich eine tolle Impulsgeberin und ich bin mir sicher, dass du durch deine Unermüdlichkeit auch in Gesellschaft und Politik weiterhin tolle Impulse setzen kannst. Viele Grüße von der Mainau. Einen herzlichen Gruß an Monika Griefahn, die mich also die letzten Jahrzehnte intensiv begleitet hat als Umweltschützerin. Umwelt mein zentrales Thema, als Greenpeace-Frau und. Und was ich sicher gar nicht weiß, ich glaube zum 60. Geburtstag in der Heidelberger Stadthalle haben wir meinen Geburtstag opulent gefeiert und sie hat mir dieses wunderbare Objekt geschenkt und das hängt bis heute in meiner Heidelberger Altstadthöhle, in meinem Büro.
an einem Balken befestigt und ich eigentlich ist sie permanent präsent. Und dieser wunderbare Harlekin mit Fallschirm, also was gibt es Besseres, als ja, über Nachhaltigkeit nachzudenken, um die es immer noch nicht gut bestellt ist. Also Monika, nichts ist erledigt, der Kampf geht weiter. Ich hoffe, wir schaffen es noch eine Weile. Herzliche Grüße aus Heidelberg, kurz auf dem Wege wieder mal nach Berlin, auf dem Bahnsteig Nummer 3. Ich hatte ja für meine Mini-Laudatio einen eintägigen Workshop geplant. Ne? Man kann ja diese Benutze selbst eine Stunde nicht vortragen, da braucht man einen Workshop. Monika liebt sowieso Workshops. Du bist ja auch da dabei, die Schifffahrt, die Kreuzschifffahrt sozusagen auf Kurs zu bringen, dass die großen Kreuzfahrer eben auch natürlich langsam anfangen, das Thema Diesel, das Thema Schweröl, das Thema Verpackung, das Thema Neon, alles anzugehen. Und das ist eine großartige Leistung, für die wir alle nur sehr, sehr dankbar sein können. Eine herausragende Persönlichkeit, die Sie heute ausgezeichnet haben, von dem Landkreis, von dem Land Niedersachsen, für Deutschland, für Europa und natürlich der Nobelpreis alternativ weltweit, werden Akzente gesetzt von Monika Krefahn. Man braucht die Vision. Und ich glaube, es gibt ein schönes Zitat, das passt zu dir in der operativen Umsetzung. Alles, was wir heute tun, entscheidet, wie die Welt morgen aussehen wird. Das ist vielleicht dein Credo, deine Arbeit dazu. Ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass es jetzt heute geklappt hat, dass wir diese wunderbare Auszeichnung heute mit dir feiern dürfen. Danke für die Einladung und weiterhin viel, viel Erfolg für deine Arbeit. Liebe Monika, eine Anekdote in dem Sinn, nach der ich gerade gefragt wurde, fällt mir nicht ein, aber mir fällt etwas auf. Du warst eine der ganz wenigen Politikerinnen, die Kultur nicht nur auf den Lippen getragen haben, sondern ernst genommen haben. Wenn du in einem Konzert warst, warst du auch wirklich im Konzert. Ich kenne andere, die waren für die Presse ein Lied da und sind dann hektisch wieder verschwunden. Du hast dich wirklich immer interessiert. Ich kenne dich als aufrichtige und als aufrechte Frau. Und ich muss sagen, Politiker wie du fehlen derzeit wirklich sehr. Weil auch wenn man vielleicht anderer Meinung war als du, man konnte mit dir immer reden und demokratisch reden. Und du bist einfach eine wirkliche Demokratin. Und das ist das, was wir im Moment ganz, ganz dringend brauchen. Natürlich bin ich hier heute als sehr stolze Tochter. Es ist so eine wunderbare Mutterabend da. Und ich durfte viele Menschen auch treffen, die gesagt haben, ja, das, was deine Mutter gemacht hat, hat ganz viel auch für Frauen und für Frauen Wege geöffnet. Und ich, aber auch in meiner Generation habe ich sehr viele Menschen getroffen, die auf mich zukamen und die sozusagen mit dem Namen Griefer einiges auch verbunden hatten. Du bist eine tolle Freundin, liebe Monika. Danke für deine Freundschaft. Danke, dass ich hier sein darf. Alles, alles Gute. Und obwohl wir beide nicht zu den Jüngsten gehören, wissen wir, wir beide haben noch viel vor und wir beide wollen noch viel auf den Weg bringen. Dankeschön, Monika. Ich habe gedacht, das Finanzministerium ist ja auch für Münzen zuständig. Und ich habe mal angeschaut, was es da so für Münzen gibt, die ich verleihen darf. Und ich hätte natürlich Monika wirklich richtig gerne die Münze zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts überreicht. Die gibt es aber erst 2019. Genau. Darum habe ich mich für eine Münze zu Ehren von Otto Dix entschieden und ich hoffe, dass sie dir auch gefällt. Ich erzähle gerne und ich erinnere mich gerne an unser erstes Treffen. Das war vor 30 Jahren genau, im Juni 1988. Bei einer Tagung an der Universität St. Gallen zu dem Thema umweltorientierte Unternehmensführung, veranstaltet von einer studentischen Initiative Oikos. Und das Thema dieser Tagung hieß
dieser Arbeitsgruppe, wo wir beide zusammen waren, du als Vorstandsmitglied von Greenpeace und ich als Sprecherin des Arbeitskreises Wirtschaft beim BUND. Das Thema dieser Arbeitsgruppe hieß Legitimationskrise der Unternehmung angesichts der Umweltproblematik. Es ging damals ganz wesentlich um die Frage, inwieweit Umweltverbände und Unternehmen miteinander kooperieren könnten. Und wir haben uns beide da sehr engagiert geschlagen und die Position vertreten, dass eine enge Zusammenarbeit nicht möglich wäre, punktuell vielleicht, aber vor allem, dass man miteinander sprechen sollte. Und das Thema Umwelt und Unternehmen hat uns beide ja in den folgenden Jahren immer weiter begleitet und du bist jetzt schließlich auch engagiert beim Kreuzfahrtunternehmen AIDA. Ich bin engagiert beim Nachhaltigkeitsfonds Ökovision, wo wir dabei sind, Unternehmen rauszusuchen, die strengen Nachhaltigkeitskriterien genügen, in die man investieren kann. Und ich vermute mal, AIDA wäre da in diesem Falle nicht dabei. Ich erinnere mich an dieses Kennenlernen nicht nur wegen unserer intensiven Diskussion, wo wir unabgesprochen uns sehr gut ergänzt haben, sondern auch, weil du damals hochschwanger warst, aber mit voller Energie dabei warst und das doch einige Aufmerksamkeit bei den anderen auch gefunden hat. Was ich gleich empfunden habe, war ein Gefühl der Verbundenheit und Zustimmung. Und dieses Gefühl hat sich auch in den letzten 30 Jahren bei den Malen, wo wir uns bei unterschiedlichen Themen getroffen haben, immer wieder eingestellt. Und ich freue mich über dein Bundesverdienstkreuz und habe gleich einen Vorschlag, was du damit machen kannst. Vor einem Jahr haben Klaus Töpfer, Ralf-Uwe Beck und ich eine Initiative gegründet für eine Enquete und Fluchtursachen. Und um dieser Initiative Gewicht zu geben, haben wir 150 Bundesverdienstkreuzträger gesammelt und gefunden, die diese Initiative unterschrieben haben. Und ich freue mich, wenn du mit deinem neuen Bundesverdienstkreuz diese Initiative gleich mit unterschreibst und mit unterstützt. Ich erinnere mich noch genau, es war in der zweiten Januarwoche 1989, als die Tür zum Treppenhaus aufflog und ein Energiebündel von Frau, nämlich du, mit den Worten, wo ist die Neue, hereingestürmt kam. Ich hatte gerade meine Stelle als Antarktis-Containerin in Hamburg angetreten und da ich zuvor mehrere Jahre im Ausland gelebt hatte und es zu dieser Zeit noch ab, dämmerte mir erst so nach und nach, wer Monika Griefert ist. Bei meinem Besuch des Russland-Büros in Moskau überrascht feststellen, dass dort nach mehr als 20 Jahren immer noch ein Bild von dir ganz oben an der Pinnwand ist. Liebe Monika, man kann sicher sagen, dass Greenpeace manchmal eine harte, anstrengende, aber auch immer begeisternde Schule für deinen weiteren beruflichen Lebensweg war, den du doch so erfolgreich beschritten hast. Ich erzähle noch einen anderen Teil der Geschichte, der auch schon kurz beim Minister anklang. Ich bin Ole von Uexküll, Geschäftsführer der Right Livelihood Award Stiftung in Stockholm, deren Vorsitzende Monika ist und wir vergeben die sogenannten alternativen Nobelpreise. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein, liebe Monika, liebe Familie, liebe Ehrengäste und liebe Freunde. Du hast mir gestern eine schöne Begebenheit erzählt, die sich, glaube ich, gerade hier in Downtown Buchholz zugetragen hatte, wo dich am Bahnhof, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jemand ansprach und sagte, ah, Sie sind doch die Umweltministerin. Ich habe dich gerade in Nordamerika erlebt bei einer Konferenz unserer Preisträger. Du bist in Südamerika unterwegs gewesen, um da Universitätszusammenarbeit zu starten. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was unsere Arbeit ganz besonders gemacht hat und was du wirklich verkörperst, diese direkte und menschliche Solidarität mit den Leuten, die dahinter stehen. Insofern schließe ich eigentlich ähnlich wie alle anderen Lobredner, dass wir noch viel gemeinsam vorhaben. Wenn alle erschöpft sind, dann zieht sie ihres durch. Ja. Und diese Durchsetzungsfähigkeit gehört natürlich auch dazu, sonst hätte sie mich auch nicht bekommen. Und ich glaube, ich war insgesamt nicht so ganz beliebt, weil
sie brauchten mich halt als Wissenschaftler sozusagen, aber Schlauchboot fahren konnte ich nicht so gut. Und ich habe Briefwerk eine große Schwäche, und zwar erstaunlicherweise, dass sie sich für nichts bewerben kann. Und darum habe ich so eine eigensüchtige Bitte in der Hand, ist dazu, das Goethe-Institut würde doch jemand brauchen, zum Beispiel davon als neuen Vorsitzenden. Internationale Arbeit, Olaf wäre doch etwas, sie ein bisschen da reinzubringen. Ich sage das ganz eigennützig, weil sonst habe ich sie natürlich ständig natürlich da, dass sie sagt, naja. Monika ist hier sehr immer als sehr politisch engagierte und Umwelt engagierte Person genannt worden. Ich muss sagen, immer wenn ich umgezogen bin, wenn irgendwas bei mir los war an Examen oder wenn wieder mal eine neue Beziehung war, zur Hochzeit von Rainer, sie war die Delegation der Familie. Meine Eltern konnten nicht kommen oder wollten nicht kommen, weil es einfach zu weit war. Meine Schwestern hatten einfach zu tun. Monika war auch bei uns in der Familie diejenige, die die Familie vertreten hat. Also da bin ich dir auch nochmal ganz dankbar, weil uns meine Mutter und mein Vater, die konnten das gesundheitlich meistens nicht mehr schaffen. Und habe natürlich dann auch, das ist wirklich spannend, meine erste Wohngemeinschaft habe ich ausgesucht nach dem Motto, wo sind die Leute wirklich engagiert? Und ich bin hingezogen in Bremen in eine Wohngemeinschaft mit drei angehenden Kapitänen, und die hatten auf ihrer Haustür ein Riesenplakat von Greenpeace. Ich bin bereit. Repräsentant genau dieser Verbindung ist, die Sie mich jetzt hier fragen. Das war nämlich im Grunde früher die Frage soziales Engagement, Innovation, technische Entwicklung. Es waren getrennte Bereiche, wo es unterschiedliche Experten gab. Gibt es heute leider auch noch. Die Politik entwickelt sich auseinander. Aber Monika Griffan ist jemand gewesen, der genau diese Verbindung gesucht hat und auch hingekriegt hat in der Frage, wie sie Gründerin der deutschen Sektion von Greenpeace war, wie sie sich für die Nordsee und den Erhalt der Nordsee eingesetzt hat, aber auch später in der Frage Kultur und Medien, als sie Abgeordnete des Deutschen Bundestags war und im Übrigen dann meine stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende in dem Deutschen Auslandsrundfunk der Deutschen Welle. Und genau dort sind wir in der Frage gewesen, technologische Veränderung, die Einführung des ganzen Internetkommunikation, und mussten natürlich uns dann von der etwas liebgewordenen Kurzwelle analog verabschieden. Dort war sie meine Unterstützung, als ich Intendant war, und sie meine stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende. Nein, Monika Griffan ist im Grunde genommen die menschliche Demonstration dessen, dass die Verbindung zwischen den von Ihnen gefragten drei Bereichen notwendig ist. Und ich glaube nicht, dass es heute nicht mehr hier dazu, nicht mehr in die allgemeine Gesellschaft passt, sondern ich glaube, dass es heute noch notwendiger ist, als es vielleicht früher gewesen ist. Liebe Monika Griffan, du bist eine fast Nachbarin von mir, und aus der Weltperspektive gesehen leben wir sowieso im gleichen Nest. Ich habe dich die vergangenen Jahre, fast Jahrzehnte sind es ja nun mittlerweile, erlebt als sehr engagierte, als verantwortungsbewusste Politikerin, aber da ist immer dann noch mehr gewesen. Wenn ich daran denke, insbesondere als es darum ging, schon sehr frühzeitig den Kampf gegen Rechtsextremismus zu führen, oder auch dein Engagement gegen bestimmte Entwicklungen in der Rapper-Szene, dann zeigt das, dass da immer noch mehr war. Du bist eine Überzeugungstäterin, eine positive Überzeugungstäterin. Und das hat dich wahrscheinlich auch bewogen, schon frühzeitig in der Umweltorganisation mitzuwirken, dann Umweltpolitik zu machen. Und auch dort hast du es immer mit Herzblut gemacht. Das hat nicht jeder verstanden. Und es hat auch nicht jeder verstanden, dass du dann auch den Weg weitergegangen bist, das auch
ganz praxisorientiert jetzt heute machst, zusammen beispielsweise bei AIDA Cruises. Aber jeder, der dich ein wenig näher kennt, der weiß, du machst das eben wirklich, weil du eine Mission hast. Und ich kann nur sagen, Chapeau und Hut ab. Meine liebe Nachbarin, ich freue mich ganz doll, dass das auch tatsächlich jetzt öffentlich anerkannt wird. Herzlichen Glückwunsch. Monika, ich habe dich schon gekannt, als bevor ich dich kennenlernen durfte, dann hier in Hamburg. Und zwar, ich wohnte damals unterhalb vom Michel und bin sehr oft in die portugiesischen und spanischen Restaurants gegangen an den Vorsitzenden. Dort war ja auch die Zentrale von Greenpeace. Und ich habe deine Arbeit dort immer bewundert und war dann wirklich sehr glücklich, dass du Ministerin geworden bist und konntest da ja auch viel erreichen und auch die Öffentlichkeit auf diese gesamten Probleme, in denen wir heute noch mehr stecken als damals, aufmerksam machen. Und dein Engagement war ja durchgehend, als du dann im Bundestag warst. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du dich auch um Kultur gekümmert hast im Kulturausschuss und dass du dich vor allen Dingen um die Berlinale gekümmert hast und die Berlinale mochtest und du gerne mit deinem Ehemann dann auch zur Berlinale gekommen bist. Also, schöne Zeiten, gute Zeiten und sehr engagierte Zeiten und für dieses Engagement hast du wirklich diese großartige Auszeichnung verdient. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Monika, liebe Grüße aus Lübeck von Querdenker zu Querdenker. Ich finde toll, wie du deinen Lebenslauf gestaltet hast. Du hast alles ausprobiert und bist jetzt dort gelandet, wo wir dich unbedingt brauchen. Einmal Cradle to Cradle, was ihr super macht, zum anderen aber auch das, was ihr mit der Kreuzfahrt macht, was du mit der Kreuzfahrt machst. Ich finde es klasse, die Initiative zu sauberen Kraftstoffen und das trotz den ganzen touristischen Aspekten, das so unter einen Hut zu bekommen. Wie gesagt, ich sage nur weiter so, ich versuche technisch zu unterstützen, soweit ich kann. Liebe Monika, ich kann mich noch gut erinnern an unsere erste Begegnung. Das war ein sonniger Februartag. Wir haben uns getroffen im Traditionshotel Atlantik in Hamburg. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass mir eine unheimlich starke Frau gegenüber sitzt, die trotz ihrer ganzen Funktionen und Aufgaben und Positionen unheimlich nahbar und unheimlich menschlich ist. Und was ich wunderschön fand, das passiert mir mit ganz, ganz wenigen Menschen, dass da sofort so ein ganz enger Draht zwischen uns da war. Hallo Monika. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz. Eine tolle Gelegenheit nachzudenken, wie man sich kennengelernt hat, was einer uns miteinander verbindet. Das sind sicher die drei Themen: bessere Zukunft, Menschenrechte, Umweltschutz. Ich war damals noch unterwegs mit den Yanomami-Indianern in Brasilien, die durch Goldsucher ausgerottet zu werden drohten. Und wir hatten einen tollen Film im ZDF laufen und ich suchte Partner, die mir 1000 Videokopien machten, um die zu verteilen in alle Welt und meine Arbeit zu unterstützen. Und so kam ich dann zu dir ins Büro in der Breiten Straße, 5. Etage. Ich weiß noch, wie ich mich da hochgeackert habe. Dann kam ich in euren Raum, auf dem Boden, zwei Praktikanten, die da irgendwas sortierten. Und im Hintergrund an einer Wand vor zischenden, dampfenden Reagenzgläsern und Gefäßen und Maschinen, da stand ein Mann und du rauntest mir zu: Michael, unser Chemiker. Ich versank vor Ehrfurcht. Denn das war also der Mann, sagte ich mir, der Böhringer in die Knie gezwungen hatte, dass die ihr Büro schließen mussten in Hamburg. Ich war begeistert. Und während wir darüber verhandelten, ob ihr mir Greenpeace 1000 Kopien dieses Filmes finanzieren könntet, um sie dann zu verteilen in alle Welt, da kam der große Chemiker mit dem Tablett, mit dem Resultat seiner Forschung. Lauter Latte Macchiato, Espresso, Kaffee, Kaffee Latte. Ich war begeistert. Das war unsere erste Begegnung und ich habe dann immer gut mitverfolgt, wie ihr Cradle to Cradle gegründet habt, mit der genialen Idee, die man gar nicht mehr übertreffen kann, dass alles, was hergestellt wird, recycelbar ist, dass man aus Teppichen Lebensmittel machen kann und deswegen sind wir auch heute noch zusammen und längst müsste ich dich fürs nächste Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Tschüss! Liebe Monika, ich gratuliere dir ganz herzlich zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Du hast es wirklich verdient.
von deinem Engagement bei Greenpeace als Mitbegründerin in Deutschland. Für mich in Erinnerung Fotos, wo du auf dem Schlauchboot sitzt, keine Angst hast, viel Courage zeigst, viel Mut hast, bis hin nachher zur Politik als Umweltministerin in Niedersachsen, als tolle und wertvolle Kollegin. Ich finde, du hast ein tolles Engagement hingelegt. Du hast dich mit Leib und Seele dafür eingesetzt, für unseren Planeten. Du weißt, warum du es machst. Du machst es aus dem Herzen heraus für deine Kinder und auch in Zukunft Enkelkinder. Ich finde, du bist ein tolles Vorbild für ganz viele junge Menschen. Und ich wünsche dir auch in Zukunft weiterhin viel Kraft, Energie, immer dein schönes Lächeln auf den Lippen, auch wenn es ernst wird und wenn es manchmal hart ist und du hast viel Gegenwind in deinem bisherigen Leben bekommen, aber du bist immer guten Mutes gewesen. Das wünsche ich dir. Alles Gute, liebe Monika. Liebe Monika, ich beglückwünsche dich zu dieser Auszeichnung und freue mich sehr mit dir, dass dein Mitwirken und dein Streben nach einer Verbesserung der sozialen und ökologischen Umstände in dieser Welt anerkannt werden. Ich freue mich, dass es Menschen wie dich gibt, die sich mutig den jetzigen Herausforderungen stellen. Für mich verkörperst du das soziale Mut und Ökologie zusammengehören. Weil du es verstanden hast, dass Ökologie und soziale Verbesserungen sehr oft in Konflikt mit hergebrachten Macht- und Besitzstrukturen gehen, hast du dich als Mitgründerin von Greenpeace Deutschland und Umweltministerin eingesetzt. Ich bin dir im Rahmen der Vergabe des Alternative Nobelpreises in Stockholm zum ersten Mal begegnet, wo du als Co-Vorsitzende und Jurymitglied der Right Livelihood Award Stiftung tätig bist. Auch da setzt du dich für die Menschen und deren Umwelt und sozialpolitischen Bestrebungen ein. Mit dem Alternative Nobelpreis hilfst du Menschen auszuzeichnen, die Vorkämpfer für Gerechtigkeit und sozialen Wandel und Umweltaktivisten sind und wie du selbst, als gute Vorbilder andere ermutigen, Gutes zu tun. Ja. Liebe Monika, ich gratuliere dir herzlich zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande, was du natürlich aufgrund deiner vielfältigen Aktivitäten mehr als verdient hast. Ich denke gern zurück an unser allererstes Treffen, das war 2011 bei diesem kleinen Cradle-to-Cradle-Festival in Berlin. Auf Anhieb hat mir deine herzliche, kluge, zupackende Art sehr imponiert. Ich denke natürlich auch gern zurück an den ersten großen Cradle-to-Cradle-Kongress in Lüneburg, wo ich die Ehre hatte, dem Michael den Eröffnungsvortrag zu halten und wo wir dann bis spät in die Nacht diskutiert haben über Gott und die Welt. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren viel zusammen erlebt und ich bin überzeugt, dass wir noch mehr zusammen erleben werden und dass wir auch noch einiges bewegen werden, zusammen mit Michael, Tim und Nora und vielleicht auch dazu beitragen können, dass mehr und mehr Menschen diese frohe Botschaft von Cradle to Cradle verstehen, nämlich, dass diese Menschen keine bösen Schädlinge sein müssen, sondern dass sie eben das Potenzial haben, durchaus ein Potenzial haben, einen positiven Fußabdruck in dieser Welt zu hinterlassen. Du, Monika, bist eine absolut grandiose Botschafterin für diese positive, menschenfreundliche Botschaft. Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich glatt erfinden. Liebe Monika, du weißt, Kunst und Kultur leben vom Eigensinn der Menschen. Aber letztlich geht es darum, Gemeinsinn zu stiften. Dafür bist du ein ganz, ganz tolles Beispiel. Denn du hast es gelernt, ganz eigensinnig vorzugehen und Gemeinsinn zu stiften, aber nicht erst in der Kulturpolitik, sondern in einem ganz kämpferischen Umfeld, nämlich der Umweltpolitik. Und das hast du übertragen, aber auf deine Weise in die Kultur. Wenn du den Raum betrittst, merkt man, da kommt eine ganz starke Frau, eine ganz starke Person, eine Persönlichkeit, mit ihren strahlenden Augen, ihrer Freundlichkeit. Und immer wenn du im Raum bist, ist eine andere Atmosphäre da. Du hast es geschafft, aus Eigensinn immer wieder Gemeinsinn zu stiften.
und hast eines der schwierigsten Themen überhaupt zusammengedacht, nämlich Kultur und Nachhaltigkeit. Dafür sind wir dir alle sehr dankbar. Liebe Monika, ich stehe hier in Wackerow und das ist ein Stück auch deiner Heimat. Deine Vorfahren väterlicherseits hatten hier einen großen Bauernhof, 1945 enteignet, und du warst mit deinem Vater zweimal bei mir und das war immer eine Begegnung, die Freude brachte, die Erinnerung brachte, die deine Heimatverbundenheit zeigte und aber auch deinem Vater ein wenig noch Freude, Erinnerungen bringen. Das waren so Begegnungen, die wir hatten. Dann aber in der großen Welt in Afrika, wo du als eine der großen Frauenführerinnen dort in Äthiopien den Frauen, die unter unheimlich schwierigen Bedingungen versuchen, eine neue Welt aufzubauen, dort Hilfe gabst, und wir waren dann in Äthiopien, dann eben in Ägypten und hatten dort Begegnungen auf der Seekämpffarm, also immer Objekte, die Soziales, Ökologisches verbanden und dem Versuch in sich trugen, der Welt Hoffnung, der Welt Zukunft zu geben, nicht zu verzweifeln, nicht zu resignieren. Und das ist es, was ich bewundere, diese ungeheure Kraft, diese Vielschichtigkeit, die dein Leben, dein Wesen auszeichnet. Hallo Monika, ich freue mich sehr, dabei zu sein, wenn du dein Bundesverdienstkreuz bekommst. Es ist mehr als verdient. Ich bin stolz natürlich, weil du das in allen Hinsichten verdienst. In deine politische Aktion, aber auch in dein Menschsein, wie du dich benimmst, in deine Ideen, in der Verteidigung deiner Ideen, aber immer mit dem Herz an den richtigen Fleck, nie verletzend, trotzdem bestimmt. Ich habe dich mehr erlebt in der Situation, wo du nach dem Kampf kommst, um dich zu erholen, beim Fasten. Und das tust du fantastisch. Du hast eine extraordinäre Regenerationskraft, deine Vitalität bewundere ich auch. Die braucht man für die Politik und für die Verteidigung von Ideen, wie du das machst, von Menschen auch.